Für das Anreißen des Schiffes wurden der Traufabschnitt und die Kerfe bereits angerissen, da sie dem Normalsparren entsprechen. Ein Schifter ist nichts anderes als ein abgeschnittener Normalsparren, der an einer gewissen Stelle senkrecht gegen einen Grat- oder Kehlsparren läuft. Die Bundseiten werden am Holz angerissen und die linke und rechte Seite gekennzeichnet. Für den Anriss muss das Holz in das Profil des Normalsparrens gelegt werden. Die senkrechte Abschnittsrichtung wird nur auf der Seite angerissen, auf der sie auch benötigt wird. Auf Ober- und Unterkante Holz werden die Abschnitte links und rechts miteinander verbunden und als Abschnitt gekennzeichnet.